Hallo und herzlich willkommen zur gepflegten Nico-Unterhaltung. Hi. Wie ihr seht, haben wir ein riesen Paket von Köln bekommen. Kleines Einschreibenpäckchen. Es ist ja, war im Briefkasten. Ja, was hast du für einen Briefkasten? Es ist ein Päckchen, deswegen gebührt ihm die Ehre. Ja, genau. Ich bin nur stiller Zuschauer. Ich bin mal jetzt echt gespannt, wie groß der richtige Karton ist. Oh nein! Er ist aufs Mikro gekommen. Ups. Gib mir das Papier bitte, ja. So ein Indiz dafür, dass unser Mikro noch Strom hat. Da ist so eine kleine Lampe dran und die sehe ich nur, wenn es, das ist irgendwie ganz hoch. Aber ich... Boah. Ja, guck mal, so viel Luft ist da gar nicht. Ich habe mit mehr Luft gerechnet. Ja. Tam, tam, tam. Ach du Liebe. Ach du. Recycling, aber diesmal richtig. Aber sowas von. Schönen Gruß an die Nachbarn. Also wie ihr seht, wisst ihr, was wir schon aufbauen? 4634 Teile steht sogar drauf. In der Geschichte von Lego das zweitgrößte Set nach... Nach Millennium Falcon. Millennium Falcon von Star Wars, genau. Genau. Und den kriegt man gar nicht mehr. Den kriegt man noch, aber zu horrenden Preisen. Für kleines Geld kann man sie... Ich habe mir schon gedacht, gerade nach Star Wars 7 müsste da ja der Bedarf wieder gestiegen. Ja, richtig. Sollen sie nachproduzieren. Ja, ist ja ein leichtes, die paar Teilchen. Ja, nach dem Ecto 1 folgt jetzt also auch die Unterbringung. Ja. Wer das Simpson-Haus verfolgt hat oder den Quickie-Mart, das ist ungefähr doppelt so viel. Richtig. Und ich habe mir dafür extra eine neue Speicherkarte geholt. VW-Lift. Nee, Speicherkarte. Okay. Kartons. 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 Sind die auch nummeriert? Nein. Das wäre jetzt der Hit gewesen. Bitte packen Sie Karton Nummer 1 aus. Ja, richtig für Probe. Ah, okay. Sehr interessant, ja. Oh, oh, da sind sie alle. Stimmt. Cool. Allein das Bild sieht schon geil aus. Also die Bilder sind schon richtig geil aus. Von hinten. Richtig, richtig geil. Also wir sind hier zum Tüten von vorhin gewesen. Was ist hier denn? 14 Tüten. Irgendwo muss die Anleitung hier auch sein. Ja, die Anleitung habe ich hier. Hast du die schon da? Boah, wieder so ein Boom. Ja, das aber ist, ich finde, das ist eine Verbesserung der letzten Jahre, die Lego richtig gut gemacht hat. Oh, finde ich auch. So comicartig passt, ne? Ja, das ist eine super Idee auch. Ich bin jetzt neugierig, ich schaue jetzt mal hier an. Ne? Ja, mach mal. Vielleicht ist es auch nur... Aber da ist auch was drin, ne? Nee, das ist Dekoration. Das ist der Himmel. Das musst du noch anmalen. Das heißt, boah, was für ein Heft. Wie viele Seiten haben wir? 419 Seiten. Bauvergnügen. Kleiner Roman. Natürlich auch Sticker, ne? Tja, ich will dich ja nicht verfehlen, Mann. Nein! Das war Tüte 1 und 2 und 3. Schon das Auspacken dauert 10 Minuten. Normalerweise. Ich hoffe, ihr habt die nächsten Tage nichts vor. Wir haben uns abgeschottet, Türen sind dicht, Telefon ist aus. Ja, richtig, Telefon ist aus. Suchen wir mal Tüte Nummer 1. Warte gerade, Moment. Das ist 2, da ist was 1. Das sind wieder mehrere 1er. Ja, richtig. Das müsste 1 sein. Oh mein Gott. Also ich habe jetzt 3 Stück. Ja, lass uns hier noch die Platten. Ah, warte, wolltest du das auch übernehmen? Ja, die Platten, warte. Die denken mal, die brauchen wir. Ich weiß nicht, was das ist. Ach, das ist die, bestimmt die Röhre, wo sie runterrutschen. Warten wir es ab. Denk ich mal. Lass mal, ich kann mich jetzt runterfallen. So, eine extra Tüte mit Platten und so. Das ist Technik, ne? Das sind nicht die Lego-Technik-Dinger, die mit den Löchern in der Mitte. Stimmt. Boah, ey. Ich sehe schon Cornflakes-Schachteln. Nicht spoilern. Ich spoilere mich ja selbst. Hier ist auch noch eins.
dann die vierte. Boah, vier Tüten ein. Machen wir trotzdem eine Folge raus, ja, ne? Ja klar, 14 Folgen. 14 Folgen, ja. Hat dann ein Vierteljahr was drin. Aber wir einen ganzen Sonntag. Ja, ich stelle das Glas jetzt nicht auf den Tisch. 25 Gläser. Das wie war das mit Spoilern? Genau. So, dir gewählt die erste Tüte. Welche darf es denn sein? Oje, oje. Oje, oje, oje. Hier, guck, hier stehen sogar die Namen. Stan, Spengler, Sedamore, Wenkman. Das sagt er auch nur, weil er sie nicht... Dana und, wie heißt der andere? Dana und Janine. Tully. Tully, genau. Das ist auch so ein komischer Charakter. Am besten finde ich die Szene, bla 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 bla, ich gehe jetzt erstmal duschen und dann steht er vorher zur Tür. Hier sieht man dann noch Bilder. Wie und ich will mal wissen, wie er da reingekommen ist. Welche? In sein Penthouse. Wenn er mit Dana quatscht, ich gehe jetzt erstmal duschen. Sie, wupp, er steht vor der Tür, richtig. Wie ist er reingekommen? Das weiß keiner. Aber hier sieht man auch, was in welchen Tüten ist, also wie man es... Komm, zack, cool. Erste Aufbau. Cool. Was soll das? Wir fangen jetzt hier an, sonst wird das ja nicht. Wir brauchen jetzt die grauen Platten als erstes. Siehst du? Endlich mal wieder Platten. Ja. Plattenbau. Plattenbau. In... Fertig. Grundriss ist da, fertig. Tolles Grundstück. Mein Profis-Werkzeug. Ja, wobei meine Fingernägel sind ganz gut euch. Meine auch. Ich hab extra nicht geschnitten. Extra nicht. Nur für euch. Ja, irgendwie am Mittwoch oder so. Oh mein Gott. Es fliegt gar nicht nach unten. Oh nein, nein, nicht schon wieder. Ja, doch. Ja, dann kennst du ja deine Aufgabe schon. Das habe ich gewusst. Das kommt auch hier mal vor. Ja, pro Ghostbuster ein. Genau. Oh mein Gott. Hab mir die Filme sogar nochmal angeguckt. Ich auch. Oh, wollen wir mal mit den... Kannst du ja schön unseren Zuschauer wieder ranfahren. Ja, genau. Also wir sind jetzt erstmal weg charakterlich und ihr seht jetzt nur noch unsere kalten Händchen. Wie immer. Oh mein Gott. Ghostbusters! Ich glaube, wir müssen uns da irgendwas mit dem Typen anverlassen. Ja, wenn nicht. Ja, richtig. Ist vielleicht gar nicht so... Ja, die erste Tüte geht ja noch. Ja, genau. Weißt du, es wird ja sowieso immer weniger mit jeder Tüte. Dann sagst du bei der zweiten, ach, das geht ja jetzt viel besser, jetzt wo die erste weg ist. So, mein Profi wird zurück. Sind hier alle schon drin? Nee, nur einer. Kann das nur sein? Einer. Ach ja, und du bist schon dran. Das ist doch super. Aber der ist nicht so schwer wie die anderen. Nee, die Protonenpäckchen sind einfacher. Vor letztem Mal musste man so komisch... Die kommen aber noch. Ach, die hat Walkie-Talkie, deswegen. Hm. Oh. Genau. Okay, ich suche dann schon mal die anderen Sachen. Da kann ich ja schon mal anfangen mit. Das ja, hier. Genau. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt wird hier. Nee, das... Dafür ist es ein bisschen viel. Ob wir da auch wieder Fußboden verlegen? Bestimmt. Das ist auch immer geil. Ne? Fliesen legen, das ist immer teuer, das stimmt. Immer witzig. Ah, stopp kurz. Ja. Okay. Vielleicht baust du jetzt ein Protonenpäckchen auf. Kann natürlich sein. Oh, scheiße, ja, ich glaube, das stimmt so. Tja, war wohl nichts mit sich verdrücken. Verflucht. Ja, erstmal gucken, was da ist. Schwarz auf Schwarz legen, das ist auch sehr intelligent. Ja, ich würde ja mal interessieren, ob die unsere machen. Videos schon mal angeguckt haben. Also sie liken das auf jeden Fall. Und ja, die Frage ist wer. Das sind ja wahrscheinlich auch nur Administratoren der Facebook-Page. Natürlich. Nicht das, Lego direkt. Das sehen dann die dafür zuständig sind, ja. Wenn das überhaupt Lego selber ist, vielleicht haben die auch nur gesagt, okay, wir machen uns eine Seite und... Kann auch sein, ja. Der wird einfach nur da drauf geklüppelt, oder?
Ach, der kommt in der Mitte noch. Alles klar. So. Das sieht aus wie... Jetzt bin ich gespannt. Vincent. Vincent Selmore, genau. Es gibt ganz viele Computerspiele, wo er überhaupt nicht mitspielt. Sehr rassistische Spiele sind. Aber hey. Kannst du schließlich gehört er dazu. Bitte lass mal einen rüber. Achso. Sag ja, das ist Beton Picker. Warum? Oh, dürfen wir auch viermal bauen. Also jetzt schon mal viermal bauen und einen nur drin machen. Super. Ja, dann bleibe ich hier erst. Ne, bleib ich. Warte mal, ich habe hier schon mal Sachen, die dich interessieren könnten. Einen kann ich auch noch machen. Den schnapp ich mir schon mal. Ja, dann blättern wir zurück, dann mache ich direkt mit nochmal. Okay. Ja, ja, klar. Wie du wünschst. Oh ja, Hoheit, oder was? Hätte jetzt noch gefehlt. Wie du wünschst, euer Hoheit. Euer Fettleibiger. Oh. Ach komm, man muss es mit Humor sehen. Ja, stimmt. Vieles muss man mit Humor sehen. Ja, sonst gehst du kaputt. Welche Szene fandest du aus welchem Film am besten? Uiuiuiui. Nicht so einfach, ne? Gute Frage. Wo man das Haus gesehen hat, das Riesenhaus, und dann diese Ecke fehlt. Dieses Bild fand ich toll, ne? Ja. Also ich fand zwei Sachen eigentlich. Zum einen, wo sie in dem Sessel sitzt und dann die Hände sie festkrallen. Mhm. Hätte ich das auch noch tun. Wobei ich schon als Jugendlicher die ollen Schienen am Boden gesehen habe. Ja, gut, aber... Und zum Zweiten, wo das Netz ausgeschaltet wird und die Geister fliegen können. Genau. Wobei, das macht auch viel die Musik, glaube ich, in dem Moment. Das stimmt. Zu hören in unserem Ecto ein Special-Video, nur mal nebenbei. Habe ich dann gemerkt. Da haben wir noch nicht mal einen Strike gekriegt, nur eine Anmerkung. Nur eine Anmerkung, habe ich gesehen, ja. Aber ist ja okay. Och klar, ich werde den Teufel tun und dagegen angehen. Nein, das ist mein Song. Genau. Den habe ich so gemacht. So, das war Nummer 1. Dann müsste ich zweimal dasselbe haben. Habe ich auch. Guck mal, wenn man es ein paar Mal macht, ist gar nicht mehr so schlimm, ne? Nee, wir haben schon Erfahrung durch unseren Autoaufbau. Ich weiß nicht, ob das 100% dasselbe ist. Meinst du? Ja, klar. Eigentlich müsste das noch. Das ist genau die gleichen Teile. Denkst du, ihr Produkt das extra anders? Ja. Nö. Aber die sahen anders aus, die, oder was? Nö, das sind genau die gleichen. Hm. Ja. Nichts. Okay. So. Zwei hast du schon? Achso. Yes. Du wartest natürlich auf mich. Ja, muss ich ja. Ich weiß ja nicht, was ich machen soll. Stimmt. Ich sehe es ja, Mann. So ein fotografisches Gedächtnis habe ich noch nicht. Was ja eigentlich was auch so eine Lüge sein soll. Was, dass ein fotografisches Gedächtnis hat? Nee, dass es das überhaupt nicht gibt. Wobei das einfach nur eine Sache des Namens ist, der Namensgebung. Es gibt halt Leute, die können sich ganz schnell ganz viele Dinge merken, aber fotografisches Gedächtnis ist einfach falsch zu sagen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wo ich es gehört habe, irgendwo habe ich das aufgeschnappt. Und ich sehe jetzt schon, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ist das so? Geht auch schon früh los. Wieso hast du da so einen Nupschi hinten dran? Wo ist der? Welcher Nupschi? Da. Ja, der da. Wo kommt der denn lang? Das ist doch für die Protonenpäckchen. Ist der einfach nur da reingesetzt oder was? Nee, der ist auch hier, was auch hier, diese Klappe. Ach, da! Oh. Das habe ich gar nicht gesehen. Nicht, ja. Ja, mach das mal aus 20 Meter Entfernung. Ja. Das kommt dann über das Gitter. Nee, über dieses schräge Ding kommt das, ne? So. Fertig. Zeig mal her.
Ach, da fehlt bei dir was. Unter das schräge Ding. Unter das schräge Ding fehlt dir was. Alles klar, Gott, wo ist nie auseinandernehmen. Also, er hat keinen Fehler gemacht, er hat es einfach nur vergessen. Ich hab's übersehen, Mann! Vergessen. Ja, mach mich fertig. Und das ist grau, ja? Das ist grau. Das ist wieder schwer zu unterscheiden, aber das kennen wir ja schon. Ja, das kennen wir schon. Da haben wir schon mehrere Pakete üben können. Hast du davon jetzt schon was? Das Runde hast du. Das Runde, aber diesen Greifer nicht. Der Haken. Der Haken, da fehlt der Haken. Warum fehlt der Haken? Da. Ja. Sehr gut. Wir finden alles. So. Ich habe 3, du hast den 4. Jetzt habe ich nur noch. Aber ist ganz gut so, ich kriege die Dinger nämlich wahrscheinlich wieder nicht. Ja, das mache ich dann. Bei allen Vieren wahrscheinlich. Ja, da kommt das schon. So. Ja, das war auch schwer, muss ich sagen. So, und dann kommt jetzt sowas da drauf. Aber finde ich gut, dass wir die jetzt schon aufbauen, dann haben wir es hinter uns. Ja, auf jeden Fall. So. Jetzt, komm. Ich muss ja das immer bauen und dann. Ja, ich gucke halt, wie das funktionieren soll. Ich habe den Brauner auch, ja, du kriegst den hier. Das ist kein Brauner, das ist hier, der hier. Aha. Tschüss. Deswegen geht das nicht. Ist ein Loch drin, ne? Ja. Ja. Deswegen geht das nicht. Achtung, ist rot. Ja. Sieht man doch, finde ich. Ja, natürlich, das sieht doch jeder. Also als Profibauer, ne? Sieht man das. Ich bin Profi-Simpson-Hausbauer. So, und das kommt jetzt darin. Es ist übrigens unser zweites großes Set, was wir bauen, nach den Outtanks, ne? So. Ist mir aufgefallen. Ja, so richtig groß. Das Simpson Haus war auch nicht klein. Das stimmt. Quickie Mart hat auch nicht. Viele Teile. Ja. Wie viel hatte der von Ortham, der Turm? Weiß ich gerade gar nicht. Ja, auch so über 1000, ne? Ja, mit Sicherheit. So genau weiß ich es jetzt auch nicht mehr. Nee, es war ja auch das erste, es ist schon fast 2 Jahre her. Stimmt. Krass. Oder 1,5. Ungefähr. So. So, jetzt geht das wieder los. Das kann im Grunde ja nur so gehen, ne? So. Und dann kommt der Nupsi hinten noch drauf. Ich bin schon beim Befestigen. Ja, das habe ich ja schon. Das kommt nach unten. Hast du das auch irgendwie bestimmt dran gemacht oder einfach so, wie es gerade? Nee, hast du das blau an die Seite? Ach so, wie auf dem Boot. Okay. Jetzt geht das schon wieder nicht. Ich hab's schon dran. Nee. Komm schon. Ja, du musst auch richtig hingucken. Hm. Ja, diesmal habe ich es näher liegen an mir. Hä? So einfach? Nein, das ist genau. Falsch rum. Diesmal kriege ich es nicht hin. Merkwürdig. Lass euch noch ein bisschen zappeln. Oh, wie gemein. Wieso kriege ich es diesmal nicht hin? Letztes Mal habe ich es auch hin. Letztes Mal hast du es gemacht, richtig. Merkwürdig. Ja, du musst in anderen Dimensionen denken, das ist der Punkt. Ja, versuche ich ja schon. In the Ghost Dimension. Komm, mach du bitte. Ich kriege das heute nicht hin. Heute bin ich raus. Du nimmst einfach den. So muss das, genau. Du musst den Nippel durch die Lasche ziehen. Ja, aber man denkt immer, es gehört so, ne? Ja, genau. No, ist aber nicht. Dann drehst du es rum und dann drehst du den auch nochmal rum. Und dann hast du es doch schon. Ah, okay. Arr. Das war jetzt die Erklärung für alle. Aber bei mir hat es jetzt
Wann haben wir den Ecto 1 gemacht? Vor 6 Wochen sowas? Ja, kann hinkommen, ja. Toll, jetzt haben wir 4 Protonenpäckchen und nur eine Figur dann. Ja, ist auch okay. Okay. Aber ich habe noch mehr Protonenpäckchen. Gut. Ersatzteile. Jetzt geht's los. Ja, jetzt geht's hiermit los. Ans Eingemachte. Jetzt kommt das Haus. Grundsteinlegung. Und dann macht das noch falsch. Da kommen die 4 rein. Nein, sowohl als auch. Ja. Ist doch richtig so. Den brauchen wir noch gar nicht. Ja, aber trotzdem. Nix trotzdem, der ist doch richtig da. Was machst du? Doch, da ist er derselbe. So, gut. Nein. Da ist ein 4er. Der ist kürzer. Ja, der kommt da hin. Willst du mich jetzt verarschen oder was? Nö. In welche Richtung baust du denn jetzt? Ja, so, wie es da ist. Jetzt setzt du den hier hin, oder was? Ja, genau. Ja, es ist doch dasselbe. Ja, ist quadratisch, ja. Moin. Wir bauen das doch immer so, dass nix da. Das macht mich völlig kirre, wenn ich auf den Kopf bauen muss. Wenn ich seitlich bauen kann, musst du das auch. Okay. Alter, auf einmal die Regeln ändern mittendrin, oder was ist das denn? Wie ein Footballspieler, der seine Hose wechselt im Spiel. Und Torwart, der mittendrin auf Toilette geht. Ja, pass mal kurz auf, ich muss aufs Klo. Hat Dortmund ja gestern nicht gemacht. Die haben ja gewonnen. 2-0, ja. Ja. Gegen Ingolstadt? Ingolstadt, ja. Oh, guck dir das an. Da geht's schon los mit Teppichboden. Mit Fliesenlegen, ja. Also kurz, was das einfängt, ja, in der Bibliothek an. Ja. Und wo sie angerufen werden und es spukt. Es spukt. Ne, eigentlich fängt hier alles an, wo sie in diesem Büro sitzen und Peter hat da seine. Ja. Die Frau. Probandin. Ja. Ja, genau. Es ist ein Kreis. Es ist ein Kreis. Sie können das doch nicht etwa irgendwie sehen. Nein, Mr. Wickman, Sie cheaten einfach nur. Und der arme Kerl, der daneben sitzt, der kriegt nur Elektroschocks. Ja. Obwohl er einmal richtig liegt mit dieser Welle, kriegt er trotzdem. Alles war Zufall. Nimm doch das Waffenwerkzeug. Nimm das da. Komm, das. Oh, ich bin schwer. Ja, natürlich, jetzt wo ich den Anfang gemacht habe. Das geht auch so. Ja, natürlich. Ja, das, also laut. Das ist doch richtig. Der ist doch weg. Ich wollte nur vorführen, dass es geht. So. Ach, gar nichts mehr. Ich habe nämlich die Bedienungsanleitung des Profi-Werkzeugs mal durchgelesen. Da gibt es eine Anleitung für? Ja, gibt es. Oh Gott, nein. Jetzt kann ich das noch besser einsetzen. Was heißt denn noch besser? Es hat gar nicht funktioniert. Wir wollen nicht vom Thema abkommen. Doch. So kurz muss das mal sein. Wir haben 7 Tüten Zeit für Teil 1 und 7 Tüten Zeit für Teil 2. Also von daher. Wahnsinn, ja. Ja, ja, genau. Ja, und dann kriegen sie ihre Forschungsgelder da gestrichen, ne? Und dann sind sie arbeitslos. Und dann sagt Peter, lass uns doch mal selbstständig machen. Ja, die Idee ist ja so nicht verkehrt. Und dann sagt er, ja, rein mathematisch müsste es möglich sein, Geister einzufangen. Auch so aus dem heiteren Himmel, wo immer das gerade herkommt. Richtig. Okay, bauen wir eine Anleihe. Kein Problem. Ja, dann gucken sie das Haus auf, an, was wir gerade aufbauen. Die versuchen den Preis zu drücken und weil das so sehr baufällig ist und so. Ja, und der andere sagt schon, ziehen wir ein, übernachten wir hier und. Nur mal was auszuprobieren. Der ist genial. Das ist echt toll, ja. Aber er hat ja auch den Kredit aufgenommen, also. Er besorgt ja auch den Wagen. Ja. Den Ecto. Hey, Sie können hier nicht parken. Was ist das? Naja, das muss gemacht werden, das muss gemacht werden. Vielleicht 1 oder 2. Außer also 2 4. Das ist ja nichts. Ach, herrlich. Er ist ja so ein Leichenwagen, ne? Ehemalig. Ja, Leichen. Ich habe immer gedacht, das ist ja so Krankentransport. Es sieht aus, also für mich sah es aus wie so ein Leichenwagen. Aber der ist nicht weiß.
Stimmt, der war grau. Es sei denn, man freut sich, dass derjenige, oh, endlich ist er weg. Komm, lass mal einen weißen Kram. Auch eine schöne Geschäftsidee schon. Ja, den haben wir ja dann weiß lackiert. Der war vorher schon grau. Der war grau. Aber nicht schwarz. Whatever. Auf jeden Fall kam man mit diesem ramponierten Wagen an. Ja. Ach, das sehe ich ja jetzt erst. Was dann? Das haben sie vorher aber nicht gemacht, dass oder? Dass es hier gelb ist, was diese neu ist. Diese Umrandung? Mhm, richtig. Wow, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber alles, was aktuell auf diesem Bild gebastelt wird, also ich zeige euch das mal in dem nächsten Bild, das ist jetzt umrandet hier, das war vorher nicht. Stimmt, ja. Das ist mir jetzt auch gerade aufgefallen. Also wenn wir jetzt Sachen vergessen, dann... Dann sind wir blind. Tut's richtig weh, genau. Ja, aber es geht so schnell. Vielleicht haben sie unsere Videos gesehen und haben gesagt, dann lassen wir uns mal was einfallen. Das wäre doch mal schön, wenn die sich melden würden und sagen, danke für ihren Vorschlag, wird umgesetzt. Hammer. Also das wäre richtig geil. Ja. Am Anfang sind die ja nur zu dritt. Ja. Vince ist ja am Anfang noch gar nicht da. Ja, die haben mit so viel Andrang nicht gerechnet auch, ne? Dass da überhaupt so viele Leute anrufen könnten. Die waren ja aber nur... Er hat sich ja auch da vorgestellt. Ja, aber erst nachdem die schon ein paar Millionen hatten, ne? Also... Paar Millionen? Paar Millionen. Ach so, ich dachte schon Millionen. Millionen Geister gefunden. Wobei bei den Rechnungen... Dann kommen noch diese Späße und diese Späße. Hätte ich gedacht, dass das so teuer ist, hätte ich sie nicht angerufen. Gut, dann bringen wir es halt wieder rein. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, den Schleimer. Dass so ein Mann. Kleiner Winzling so viel anrichten kann. Mhm. Das ist genau wie bei der Feuerwehr. Die machen mehr kaputt. Bei der Feuerwehr ist es ja auch so. Die meisten Schäden entstehen ja nicht durch das Feuer, sondern durch das Wasser hinein. Ja, richtig. Und die zerschießen alle möglichen Sachen mit ihren Protonenstrahlern. Zwei. Leider. Ach, das ist richtig. Auch wenn es komisch aussieht, aber es ist so. Aber angefangen, wie gesagt, in der Bibliothek. Ja. Die erste ist sogar die Eröffnungsszene. Ja, meine ich? Ja. Stimmt. Und dann schreit sie, wow, Ghostbuster! Und dann kommt stimmt. Musik und dann, genau. Haben wir alles, ne? Yes. Okay. Und dann haben sie ja diese Sekretärin dann auch eingestellt, Janine. Die dann ziemlich kiebig ist. Ich finde ihr Verhältnis zu... jetzt muss ich wieder überlegen, wie er heißt. Egan? Egan, genau. Haben Sie irgendwelche Hobbys? Ich sammle Sporen, Grün, Spahn und Schimmelpilz. Ich habe immer das Gefühl gehabt, das sei sie ein bisschen privat an ihn interessiert. Wobei, das widerspricht sich dann hinterher. Hinterher, ja, richtig. Aber man, in dieser Comic-Serie, da haben sie das auch so assoziiert. Ja. Dass sie dann auf ihn total steht und verliebt ist. Vielleicht hat sie dann einfach hinterher davon abgelassen, weil es keinen Sinn hat. Ja, wahrscheinlich. Im Gegensatz zu Peter, dem Hormongestein. der alles bei 3 auf den Bäumen nimmt. Ja, so ungefähr. Ja. Einer noch. Deswegen kümmert er sich ja um den, also 4, 8 Stück. 4, 8 Stück, ja. Passt, ne? Dann 2 nach. Wobei ich auch nie einen Grund gesehen habe, warum sie hinterher nachgeht. Ja, ich auch nicht. Das muss mal so dieses Rettersyndrom sein. Nach dem Motto, oh, du hast mich gerettet und jetzt falle ich in deine Arme. Wahrscheinlich. So. Guck mal, da steht sogar, wo Ecto 1 stehen soll. Ach, das ist die Garage. Jetzt bin ich gerade, kommt das dahin? Ich glaube ja, ne? Nee, noch weiter tiefer. Nee. Wenn das Ecto 1 Schild ist, hast du genau diese eine Ecke noch frei. Genau. Richtig. Passt, ne? Passt. Ja. Ansonsten haben wir ja dein Profi direkt so. Ja, haben wir. Die Ersatzpraktikantin. Oh nein. Nein.
Egal, wer immer irgendwann mal irgendwo mit den Gedanken gespielt hat, das hat sie nicht verdient. Das stimmt. Also. Jetzt kommt das zweite Brett. Ja, ich bin auf den Brettern, die hier bedeuten. Da. Achso, such das zweite. Ja, such das zweite. Ja, und man sieht dann auch, während sie die am Anfang eben diese Covers und so, was das alles von dem Ghostbusters, was viel von dem berichtet wird. Ja. Meinst du jetzt diese Werbung und ja, was? Diese, ja, ja. Ja, nicht nur das, auch diese Times und ach so, ja, diese, klar. Ne, diese Artikel. Wobei, was dieser Umweltschützer sagt, ja gar nicht so abwegig ist, so nach dem Motto, seitdem diese Clowns da sind, haben wir auf einmal Geister in der Stadt. Was sehr merkwürdig ist, ja. Ja. Seitdem wir Merkel haben, haben wir Probleme. Hä, was ist da denn los? Keine Ahnung. Irgendwas stimmt da nicht, ja, richtig. Streiten sich auch die Geister. Mhm. Zu spät. Möb. Verdammt. Naja, und einer. Ich hätte auch einen Dreier machen können, ne? Rein theoretisch. Die gibt's wahrscheinlich gar nicht. Ja, habe ich auch noch nicht gesehen. So in flach. Das stimmt. Na, dann setzt du den lang noch dahin. Ach, wir wollen E2, ne? Ist auch so. Ja. Richtig. Super. Der ist das. Alles fluppt hier. Das ist schön. Ja, das ist. Nicht so wie beim Auto. Ja, da war schon eine halbe Stunde allein für die Figuren gebraucht. Da kommt noch so ein Vierer dran, ne? Mhm, genau. Das ist ein flacher. Das ist eben der Unterschied zwischen Haus und Auto, ne? Ja, also Mechaniker wird auch sonst nicht mehr. Ja, und so. Aber Architekten wieder. Architekten, genau. Ja. Haben Sie schon Erfahrung? Ja. Beweisstück A. Genau. Sehen Sie hier? Achso, jetzt geht das Ganze hier weiter. Ja. Ja, und daraufhin meldet sich ja auch dieser Vince, ne? Also nachdem die dann viel mehr Stress haben. Genau. Und dann fragt er irgendwas nach dem Motto, können Sie das mal halten? Ja, gut, Sie sind eingestellt. Ja, genau. So ein einfaches Vorstellungsgespräch wünscht man sich, ja. Ja, wenn man einfach nur verzweifelt ist, nimmt man alles, was man kriegen kann. Und ich weiß nicht, ob sich so viele Leute auf den Job beworben haben. Viele haben vielleicht auch einfach nur Angst vor Geistern. Ja, wirklich. Wobei, die, das ist ja, wenn man jetzt mal Geister nimmt, so, was man so als Geist bezeichnet, sagen ja viele, die können uns Menschen eigentlich gar nichts tun. Mhm. Weil die sind halt in ihrer Dimension vielleicht für einen Moment sicht- und hörbar, aber letztendlich können die uns ja nichts anhaben. Sagt man. Sagt man, genau. Ich meine, das kam natürlich hinterher bei Gosa ganz anders rüber. Nach dem Motto, ich schub's euch mal eben hier runter. Und mit Blitzen und überhaupt. Geschweige denn vom zweiten Teil. So, da fehlt jetzt noch ein Zweier. So. Dann fehlt da noch ein Einer. Ist das so einer hier? Ne, das ist so einer nicht. Die sind ja auch, also der Peter ist ja auch das erste Mal dann bei dieser Dana und guckt dann, weil in ihren Kühlschrank dieser Gosa auftaucht, ne? Ja, mit den explodierten Eiern auf dem Tisch. Genau. Was ist das? Das ist das Schlafzimmer, da ist aber noch nie was passiert. Was für ein Verbrechen. Wobei mich immer noch interessiert, von wem das Kind eigentlich ist. Ja, richtig, das erfährt man nicht. Ich glaube nicht, dass das seins ist. Das weiß man nicht. Nee, das kommt nie raus. Das kommt nie raus. Ja. Es wird einfach gebraucht. Hör mal, Vigo will bestimmt. Ah ja, gut, dann hat sie halt ein Kind. Ja, im zweiten Teil wird es gebraucht. Aber ich weiß nicht, ob es seins ist. Jetzt finde ich diesen Viererklotz nicht. Welchen Viererklotz? Ach, den hast du schon nichts da reingesetzt. Cool. Dann nehme ich den hier und nehme ich den noch.
dann ist das doch super. Ach so. Ich habe was ganz anderes gesucht, aber davon gibt es offenbar nichts mehr. Hast du diesen schon? Ja, aber hier ist noch was, oder? Nee, das ist die Umrandung dafür, dass da nichts passiert ist. Ach so. Mhm. Sieht so komisch aus, deswegen. Ja. Aber ist da nicht noch ein Zweier drin? So, da? Stimmt, der ist zu viel. Der ist zu viel. Der kommt da nicht hin. Oder bist du schon einen weiter? Nee, da war ich schon. Da kommt noch so ein Zweier rein, genau. So, jetzt kommt der da drauf. Ja, deswegen sah das so aus. Erhöht aus. Genau. War mein Fehler. Kommt diese ganzen pinken Dinger her? Ja, diesen mit Schirm habe ich hier. Unser Pilz. Der kommt hier in der Mitte, ne? Ich glaube, der wird noch. Der kommt da rein. Ah ja, okay. Nun kommt hier einer hin. Das, da einer. Was das wohl wird? Das ist Schleim. Von Slimer. Nee, das ist der pinke Schleim. Ach, dieser von gut gelaunte Schleim. Der gut gelaunte Schleim. Oder wenn sie ihn anbrötzt, dass er dann so. Ja, genau, der Techno-Tanz und so. Der, ja, genau. Der kann das sein, ja, stimmt. Ich gehe davon aus, dass solche Gimmicks eingebaut sind. Bei Lego muss man ja mit sowas rechnen. Das stimmt allerdings. Oh, jetzt kommt bestimmt dieser Bursche her. Das ist auch das Tolle, ne? Man entdeckt dann immer noch so Sachen aus dem Film. Ich weiß es nicht, könnte sein. Wir werden es merken. Genau, wenn das hier so vibriert. Wenn du schreibst, genau. Welche Band war das nochmal? Bill Murray? Oder wer war das nochmal, wo der drauf angeschlagen hat? Meine ich Bill Murray wäre das gewesen. Oh, das weiß ich gerade gar nicht. War lustig. Das war gut, ja. Vor allem, wo er dann fragt, ihr wart doch nicht mit ihm im Bett, oder? Ja. Ja, sehr schön. Aber es ist ja das zweite Teil. Ja, es ist, gehört ja nur mal. Ja, ja, richtig. Ein Haus. Stimmt. Ich meine, wir haben ja schon gesagt, technisch gesehen und von der Story her ist der erste natürlich besser, ja. Jetzt habe ich schon wieder einen Fehler gemacht. Komm, Profi-Werkzeug. Wo? Die beiden. Wo? Ob die auf einmal dabei ist. Ja. Ja, komm schon. Klar, das ist gut. Scheiße. Eins hat funktioniert. Dafür kann man Bücher lesen. Oder gab es ein Tutorial auf YouTube? Nee, hier, guck. Warte, hier vorne ist das auch. Ist in jedem Heft. Wie benutze ich Profi-Werkzeug? Da. Und siehst du? Bricks Operator. Ach du liebe Güte. Nach dem Motto der Steinverschwinderer. Genau. Also da muss ich noch mit üben. Ja, setz sie einfach mal zu Hause hin, baue so unmögliche Dinge auf und dann nimm sie wieder auseinander. Genau. Hinterher wieso noch unsere Praktikanten. Nein. Wir brauchen hier was Weibliches. Die Quotenfrau. Nein, war nur Spaß. Da. Klacholz. Was denn? Da ist da noch einer, genau. Ja, auch mit Pimpel. Ich brauche ohne. Ja, es ist nicht so einfach. Es lichtet sich, ne? Das auch mit Pimpel. Das auch mit Pimpel. Hier also. Hey. Er ist wahrscheinlich der Letzte in der Tüte. Genau, danke. Ja, wenn zwei das gleiche suchen, ist immer schön. Komm, wir brauchen noch einen. Wie noch einen? Ach nee, das hast du schon zwei. Sie sind mit Pimpel. Alles klar. Also mehr davon sind nicht da. So, jetzt kommt diese. Diese, ja genau. Ist das hier? Ja. Aber wenn Peter in ihre Wohnung ist, da ist er halt nichts im Kühlschrank. Sondern nur Fastfood, was er dann so anprangert. Genau. Essen Sie das Zeug? Ja. Das war's, ne? Ja. Alles Gelbe haben wir gebaut.
Aha, jeder macht eins. Ja, klingt gut. Ja. Die Frage ist, wo kommt das hin? Ich würde sagen, hier. Ja, genau. Ja, ne? Genau daneben, ja. Sehe ich genauso. Das wird vielleicht das Tor. Oder? Mal gucken. Schauen wir mal, schauen wir mal. Das war's schon? Wow, es haben wir da recht wenig auf dem Bild. Muss ja nicht immer viel sein. Das sind noch klassische Lego-Steine. Ja, die kann man ja auch kaufen. So die Classic Box. Ach so, das sind so ein. Ja, die kann man dann einzeln dann auch. Einzeln auch, ja. Grüner, einer, gelber. Ja? Ach so, deine Seite ist etwas anders, ne? Ja, das. Ist es, ein bisschen anders. Und ein grauer einer. Doch, du alles bauen, ne? Ist wieder 1, schön. 2, 3, 4, 5. Ja, das ist halt. Hat halt eine Symmetrie so ein bisschen, ne? Okay. Aber bei den Sims ist auch, beim Auto ging das dann wieder nicht. Kannst du das noch sehen von dir aus? Ja, geht noch. Geht noch. Ich schau mal ein bisschen rüber. Ja, und dann ist es ja so, bei dem ersten Teil, ja, dass dann der Peter dann auch diese Dana dann bei diesem Konzert besucht und... Ja. Wobei er auch dann nur reinschleimt und das alles so. Ja. Flirtet halt, ne? Ich glaube, er von klassischer Musik, keine Ahnung. Wer weiß das schon. Schon weiter. Ja, ich merke das. Ja, ich hatte nicht viel. Meine Sache ist so ein bisschen kleiner. Macht ja nichts. Muss mein Hirn schneller arbeiten. Denk, denk, denk. Ist der Pudding, ist der Pudding, ist der Pudding. Falsche Serie. Genau. Das war Homer Simpson. Hab ich, hab ich. Wie, hasse? Weißt du? Hab ich. Nimmt er mir auch noch meine Arbeit mit? Ja. Gibst du, du wirst nur sehen, wie es fertig aussieht. Ja, ja, klar, hallo. Ja, natürlich, deswegen habe ich es ja hier. Oh ja, kommt er nicht hin. Komm, mach hin. Er ist große Fresse. Ja, ich will es ja richtig machen, ne? Ach. Eine mit Weile. Holst du? Soll ich? In der Mitte. Ach, in der Mitte. In der Mitte. In the middle of the night. Ich kann aber das bauen. Ja. So. Fertig, oder was? Nein. Ich bau das. Zack, fertig. Da. Das dauert wieder. Bitte warten Sie, bitte warten. Bitte halten Sie Ihre Linie. Der nächste freie Mitarbeiter ist für Sie da. Zwinker, zwinker. Nur das zeigen Sie nicht. das die hier? Und dann ist es ja so, dass dann der Nachbar von dieser Dana, wie hieß der nochmal? Tully. Tully, genau. Dann befallen wird von diesem Höllenhund. Und okay. Dann, dass er dann der Schlüsselmeister ist. Wer hat den Hund mitgebracht? Genau. Die hören ja erstmal nur das Knurren. Und dann stimmt, stimmt, ja.
Ach nee, das habe ich ja schon. Ach so, da ist. Ach so, jetzt verstehe ich das erst. Alles klar. Mal gucken. Ich brauche das. Ich brauche das. Und das. Und was brauche ich denn noch? Das hier. Dann mache ich das so. Das kommt so. Genau. Und das kommt so. Und dann kommt das wahrscheinlich so da drauf. Genau, richtig. Okay. Interessante Konstruktion, ja. Wir haben ein bisschen Fantasie. Jo, passt aber. Ja, damit du die Wände auch öffnen kannst, ist das. Ich weiß noch nicht, wofür das ist. Doch, du kannst, also man kann ja auch die Wände öffnen. Ja, ich sag ja nur, ich weiß es halt noch nicht. Ach, hast du schon die? Die habe ich schon vorbereitet. So, die müssen jetzt nur richtig rum da drauf. So, da ist so ein Vierer schräg. Das sind zwei Vierer schräg, okay. Zwei Vierer schräg, ja genau. Ist das einer hier? Vier. Ah, da, danke. Und dann kommen dann diese sechs kleine. Die kommen nach außen, okay. War schon logisch eigentlich. Und noch einer. Der letzte wieder mal in der Tüte. Ja. Ah ja, wir machen jetzt hier kurz drauf. Dankeschön. Truff. Truff. Jetzt kommt noch einer. Auch so ein abgeschrägter. Abgeschrägt, genau. Ah, ich hab ihn. Aber dann noch so ein einer grüner. Ja, was denn? Dann setzt den drauf. Und das wird hier dran. Das kommt daran, genau. Dass man aufmachen kann. Ach, das ist außen noch, ja? Ja, sicher. Ah, und das ist dann innen. Das ist so die Einfahrt. Ja, ja. Und dann ja, kann man die hier aufmachen. Ah, alles klar. Aber das sieht richtig aus, ne? Ja, doch. Ich glaube schon, das sieht gut aus. Das ja, passt genau da drüber. Das Einzige, was fehlt, ist dieser. Habe ich was vergessen? Der grüne, ne? Der zweite, okay. Ne, das ist gut. Dann, sonst hätten wir hinterher wieder so wie letztes Mal. Ja, das geht schnell. Das geht richtig schnell. Ja, haben wir gemerkt. Mit den zwei gelben, mit den Zweiergelben vom Auto. Wo ist der? Ja. Einen Moment nicht aufgepasst und dann hast du schon sowas. Mhm. Aber wir haben es ja dann offline, sag ich jetzt mal. Da werden tausende Fans enttäuscht sein, warum das nicht im Video gelandet ist. Wie konntet ihr das offline machen? Ja, es ist halt so. Manche Sachen sieht man erst, wenn die Kamera aus ist. Ja, leider. Ja. Deine Seite hast du? Ja. Ja. Cool. Jetzt kommt der dritte Grüner drauf. Das ist echt toll. Mit den farblich markierten. Ja, es hat was. Das hat durchaus was Stil, ja. Warte mal kurz. Da haben wir was vergessen. Da hier die Umrandung fehlt, ja. Ja, und bei deiner Seite. Habe ich noch nicht. Welche grün? Hier kommt noch eine Reihe grün drauf. Deswegen, ja, weil das gelb ist. Oder weiß oder was auch immer. Genau. So, jetzt passt es. So. Jetzt passt es. Noch Häuser mit außen. Alles klar. Okay, jetzt kommt die zweite Etage. Wahrscheinlich sowas hier. Ja, bei mir ist es auch immer so, ich gucke gar nicht auf die Teileliste, sondern einfach nur, was ist neu und was könnte das sein und dann setze ich es drauf. Ja, stimmt. Mache ich aber auch. Das geht irgendwie noch mal ein bisschen flotter. Und hinterher merkt man dann, oh, wieso brauche ich denn da mehr Steine, als wie ich gesetzt habe? So wie hier, das hätte ich jetzt auch wieder übersehen. Dann wundert man sich, dass das nicht passt, wie es soll. Komm, einer.
Bin mal gespannt, ob wir hier wieder auseinanderpflücken müssen. Bisher? Aber wir sind ja noch am Anfang. Also. Ja, wir sind erst bei der Seite 37. Ein Zehntel. Nicht mal. Brauchst du den hier? Dann mache ich den hier. Ja, genau. Ich mache diesen Turm. Erstmal die Steine finden. Das ist doch grün. Grün. Das ist grün. Ach, das ist quadratisch grün. So aus wie rundgrün. Nee. Grün sind alle meine Steine. Das ist bestimmt schon geschimmelt im Haus. Das ist alles vollgeschleimt von Slimer. Weißt du, ich sag noch, mach du den, dann mach ich den. Ganz toll. Ganz tolles Kino, ja. Ja, großes Kino. Da hätte Til Schweiger seinen Spaß drin. Nicht schlimm. Doch. Nein, nicht schlimm. Was haben sie geschrieben zu dem Til Schweiger im Kinofilm? Ja, das soll nicht so gut sein. Weißt du, was die Bildzeitung gesagt hat? Besser als Bond. Der war gut. Da musste ich aber auch schlucken. Til Schweiger als James Bond. Als Leiche vielleicht. Nichts gegen Till, aber nein. Doch. Das Problem ist, er hat viel zu viel zu sagen. Das müsste man ihm mal abgewöhnen. Voilà. Ich mag ihn als Schauspieler. Schon. Ich habe noch nie einen Film gesehen, wo ich sagen würde, wow. Doch. Keine Ohrhasen, zwei Ohrköchen. Oh, das sind so typisch, so Schnulzen, Gedöns, ich weiß. Ich mag sowas. Na gut. Auch als Mann, so. Ich meine, ich habe es mir auch angeguckt, der hat es nicht, allein um mitreden zu können, weil das ja damals... Ups, das war einer von den tausend Tüten. Das war Slimer. Weil es ja damals auch groß im Kino war und überhaupt... Die machen, räumen wir gleich wirklich vom Tisch. Richtig schlimm fand ich das mit seiner Tochter, wo sie da irgendwie Wetten, das oder was moderieren sollte. Aha. Oder nee, so eine Spielesendung, irgendwas hat die mal moderiert. Ach, das fand ich so peinlich. Ich habe selber nicht gesehen, aber der Fernsehkritiker hat es mal gezeigt. Das fand ich so schlimm. Hm. Und dieses kleine Mädchen vor dem Rand, ich wusste überhaupt nicht, was er sagen sollte. Ja, die Arme, ja. Wie alt war sie? 12, 13? Ich weiß gar nicht. Ungefähr. Wenn Kinder zu irgendwas gezwungen werden, das ist scheiße. Ich weiß ja nicht, ob sie gezwungen wurde oder ob sie einfach Bock drauf hatte. Aber man merkte halt, das ist ein Kind, die gehört da nicht hin. Richtig, ja. Ich meine, wenn Kinder irgendwelche Serien oder Filme machen, ist das eine Sache, aber nicht live vor der Kamera. Sowas ist dann, das wirkt dann einfach gezwungen. Ob es gezwungen wurde, weiß ich halt, wie gesagt. Weiß man das nicht. Wirkt halt so. Kommen wir denn jetzt darauf? Weiß ich nicht. Weiß er nicht. Weil irgendwas über Til Schweiger gesagt haben. Man sollte nicht über Dinge reden, über die man nicht reden will. So. Dann verschwenden wir unsere Energie. Ghostbusters! Jetzt habe ich ganz viele Til Schweiger-Fans da draußen verletzt. So. Das war's noch. Ja. Sieht auch cool aus mit den Grünen und so. Du darfst kleben. Ja, endlich. Dann mache ich die Seite hier. Wird auch mal Zeit. Wird auch Zeit. So viele Tüten und nicht eine aufgeben. Ja, auf dem Mal. Ja, wo sind sie denn? Hier sind sie. Ja, wo sind sie? Nummer 13 darf ich kleben. Ja, eine schöne Quizfrage. Welche Hausnummer hat das Haus? Hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Wüsste ich jetzt auch nicht, ne? Wird die überhaupt mal genannt oder gezeigt? Nee. Gezeigt muss ja. Sonst wüssten die nicht, dass es die 13 ist. Ich guck halt mal hier. Nein. Nicht die Nummer 13, sondern zum Kleben die Nummer 13. Ja, die ist hier drauf. Da, das ist auch immer so ein Zeichen fürs Kleben. Das heißt nur, weil die hier nummeriert sind. Wie beim... Okay, ich nehme alles zurück. Ich hab gedacht, wir bräuchten dann die Nummer 13. Das war ein bisschen, die kommt hier vorne. Die kommen da vorne vor. Das war, ich habe gedacht, das wäre dann. Nein. Das würde aber als Piktogramm quasi anzeigen, was geklebt wird. Nein, das ist der Aufkleber Nummer 13. Der Aufkleber Nummer 13. Ich entschuldige 13. mich bei Lego höchst unförmlich und päpstlich und überhaupt. Passiert. Das ist unwahrscheinlich. Was den hier? Ja. Ja. Gut. Da bin ich gerade dabei. Sieht echt cool aus.
Die Hausnummer von den Simpsons, wo heißt er die? Ja, lustig mal. Komm jetzt nicht drauf. Also irgendwas mit 15, 42, Evergreen, Terrace. Ja, 15 genau. Oder 16, 42, weiß ich nicht. 100%, ja, aber bei Wer wird Millionär hätte man immer mehrere Auswahl. Ach, noch so eine. Bitte, setzen Sie. Ich mache hier meine drei Steinchen, dann bin ich durch. Ja, ja, immer das Gleiche. So, ne? Ja, komm, bevor wir es wieder vergessen. Ja, das ist ja klar. Das ist ja richtig. Ich weiß gar nicht, was du willst. So viele Steinchen mehr hast du gar nicht. Achso, die ganze Reihe. Doch, die ganze Reihe. Okay, das habe ich jetzt erst. Geht dir in die Höhe. Ich hielt ab. Nichts hält mich am Boden. Ja, ein schönes Lied, finde ich. Nachdenklich machen, das auf jeden Fall. Mhm. Wer jetzt nicht weiß, von wem es war, Andreas Burani. Mit? Sido. Genau. Wollte sagen, ich habe nur Sido im Kopf, aber Andreas Burani. Wobei ich den gerade nirgendwo anders hinstecken kann. Wen? Andreas. Den kannst du nicht woanders hinstecken? Hallo? Ja, so nach dem Motto, was hat er noch gemacht, dass man nicht damit. Ein Hoch auf uns, oder? Ja, das sind halt Songs, die hört man mal, aber. Warte mal kurz. Die hört man mal. Ja, ist so. Der hier, ne? Ja, genau. Wollte ich doch meinen. Habe ich auch gerade gesehen, was hier noch fehlt. Ganz ehrlich, den Song habe ich sonst immer nur bei Burning Heart gehört. Immerhin. Immerhin. Ja, ich habe keine Gedanken drum gemacht, wer es in Wirklichkeit singt. Wurde das schon mal bei Karaoke gesungen? Ein Hoch auf uns? Ja, schon öfter, ja. Öfter. Wie war es letzte Mal? Gut, ja, doch. Aber ich glaube, es war nicht so viel los, kann das sein? Richtig, war nicht so viel los wie sonst. Ich habe zwischendurch mal reingeloopt. Ich will mal wissen, wie die das gemacht haben, weil letzte Mal sind ja irgendwelche Leute nicht da gewesen, die haben dann irgendwie Grüße verschickt. Genau, ich richtig. Ich weiß aber nicht, wie das gegangen ist. Ja, die haben einen Song angemeldet. Ach so. Und dann eben dazu was geschrieben, wahrscheinlich. Was meinst du? Das kann sein. Nee, das ist falsch, was ich hier gemacht habe. Da hilft auch kein Profi-Werkzeug. Das sind ja hier die Garderoben. Aber auch nur drei. Getränke. Ja, ist ja auch richtig. Die drei standen. Ach, wenn so, die runterrutschen, dann sind es drei. Na gut, als sie angefangen haben, hat auch keiner mit so einem Erfolg gerechnet, wahrscheinlich. Genau. Ich weiß nicht, ob das richtig steht. Ich gehe mal davon aus. Ich gucke gerade auch. Oder ob das so stehen muss, dass es. Nee, das geht mit auf. Das geht mit raus. Das geht mit auf. Ja, das muss schon mit drauf. Schön, schön, schön. Cool. Oh, mit Verzierung. Jetzt geht's ab. Ja. Ich habe halt nur gesehen, dass er halt zum, ich weiß nicht, was das ist, Karnevalsmontag direkt noch eine Show macht und dann halt zum Rosenmontag noch mal eine Show. Also Rosenmontag gehe ich nicht hin. Wobei ich jetzt frei hirse. Habe ich Rosenmontag frei? Ja, ich glaube ja. Ja, doch, habe ich ja schon gesagt, bin ich auch ganz froh. Ich will nicht wissen, was da los ist. Gestern war viel los. Hat wieder Geld gegeben, das merkt man. Ja, das merkt man. Hätte ich nicht gedacht, dass das Haus war voll. Das ist ja auch etwas anderes. Interessantes Muster, das musst du mal von der anderen Seite sehen. Du siehst ja. Ja, ich sehe das. Ja, ja. Ja. Oh, was für mich. Yay. Oh, ich darf dreimal kleben. Ja, die Nummer 1, 2 und 3. 1, 2 und 3. Ja, damit jeder weiß, welcher Spind wählen kann. Stehen die Namen da drauf? Ja. Ja. Egon Spengler, Away Stands und Peter Venkman. Sehr schön. Also außer Vince, der ja später erst kommt.
Sekunde kurz. Ach, da hinten liegt er. Ja, wie gesagt, als er kam. Ich muss, glaube ich, der Kippen mal. Ja, Moment, kannst du rübernehmen. Als er kam, war das Haus ja letztendlich auch schon eingerichtet. Er hat sich ja noch ins gemachte Nest gesehen. Das sieht schon richtig toll aus. Aber hier steht nichts drauf, hier draußen, ne? Nee, aber nur Linien. Na gut. Ja, am Anfang haben sie ja nur Ghostbusters so hingepinselt und später haben sie dann dieses Ghostbuster-Zeichen. Ja, nun, es muss auch erstmal verdient sein. Muss auch erstmal verdient sein, ja. Wo sie dann dieses chinesische Essen haben und sagen, das ist jetzt das letzte von unserer Burgergasse. Ja, genau. Wo er sagt, müssen wir sie einladen. Wir sollten Dara zum Essen einladen. Genau. Das zeigen wir aus der Portokasse. Aber dieses chinesische Essen repräsentiert bereits die Reste unserer Portokasse. Ja. Oh, warte mal. Haben wir da was vergessen? Nee. Ja, aber doch. Da kommen noch solche rein. Genau, das darf nämlich nicht wackeln. Ach so. Ja. Na komm mal. Jetzt kannst du. Das ist untergegangen. Ja. Oh, komm schon. Komm schon. Der will nicht rein. Ich finde das Loch nicht. Er muss noch mal wahrscheinlich rausziehen. Genau, Katschen. Hello. Hello. Is it me? Schrecklicher Song. Ich finde ihn schön. Ach, der ist so eintönig. Das denn jetzt nicht hin. Ihr merkt schon, unsere Geschmäcker sind verschieden. Oh, jetzt wird auch langweilig, wenn nicht. So, Trick 17 mit Selbstverarschung. Keine Angst, den habe ich hier. Das ist alles gut. Ja, der war da noch. Nee, das mache ich das. Nein, man kann ihn sich ein, zwei Mal anhören, aber ich verstehe den Hype darum nicht. Okay. Und dann beschweren sie sich, dass die Karten für Adele so teuer sind. Mhm. Wobei Madonna und Co. hat damals dasselbe gekostet. Da hat kein Richtig, Mensch was da gesagt. Hat kein Mensch was gesagt, ja. Nichts gegen Adele oder so, aber das ist halt so. Ja. Oh, wir nähern uns dem Ende der ersten Folge. Die kommen in den Schränken. Cool. Ah, das erklärt doch einiges. Da müssen wir die wahrscheinlich nochmal bauen. Meinst du? Nein. Ja, klar. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube schon. Mm-mm. Ja, wobei, man weiß es nicht. Ich glaube schon. Das ist aber echt cool. Und wo werden, die werden einfach reingestellt. Also aufhängen kannst du die ja nicht, Will. Nee, wir haben ja nur die Türen da vorgesetzt. Da gab es keine Halterung oder sonst was. Ja, kommt ja was auch rein. Wobei dieser Pin eigentlich dafür spräche, ne? Ja, aber da hatten wir nichts. Ja, sorry. Nee, das sind ja nur diese Fenster hier. Da hätte man sich aber was einfallen lassen können, Lego. Das vielleicht. Also, das weiß ich nicht, wie man das hätte machen sollen. Du weißt doch, was man nimmt für Autoblinker. Sowas irgendwie davor setzen und dann diesen Einer da drauf drücken. Hm. Das wäre irgendwie schon gegangen. Ja, das ist ja schon so eine Funke Arbeit, die da reinzukriegen. So. Yay! Erstes Tütchen. Oh, erstes Tütchen. Und? Warum haben wir hier noch einen Vierer und einen Zweier übrig? Ist das wichtig? Das ist vielleicht der Satz. Nee, hier, da. Verdammt. Von wegen fertig. Sind das denn die richtigen Steine? Ja. Gut. So. Sind wir jetzt fertig? Jetzt sind wir fertig. Hey! Erstes Türchen fertig. Und interessiert an der ersten Zeit, die wir gebraucht haben? Ich schätze mal eine halbe Stunde. Doppelt so viel. Was? Eine Stunde ist um. Ein Sechstel der Speicherkarte ist bereits voll. Wow. Das Ganze mal 14. Ja, ja, das sieht richtig cool aus von der Seite. Auf jeden Fall. Hammer. Hammer, Hammer. Ist das, ja auch gerade hier die Dings. Ach, die Türgriffe? Ja. Ja, deswegen kriegst du die auch nicht so aus.
So. Ich habe schon mal die Verabschiedungsposition reingefahren. Ja. Das war Tütchen 1. Soweit sind wir gekommen. Von 14. Also es geht genauso schnell. Oh Gott. Geht genauso schnell voran wie im wirklichen Leben. Da braucht ein Haus auch seine Zeit. Ja, aber ihr seht ja auch, wie detailverliebt das wieder ist. Es macht sich. Geil. Bin gespannt, wie es weitergeht. Ich auch. Bis dahin. Tschüssi. Ciao.